Was wollte ich jetzt mitnehmen? Hier Stufen. Stufen hatte ich gesagt. Ach, wir machen das einfach welche. Einfach. Was? Wir machen uns einfach welche aus dem ganzen Koppel. Oh, hier ist nicht ausgeleuchtet. Das ist schlecht. Wie ist das hier oben? Ist hier denn auch nicht ausgeleuchtet? Hier ist ausgeleuchtet. Achso, das leuchtet von unten durch, genau. So, wo war denn jetzt das Monster? Hier sind keine Monster, hier sind nur die Kinder, genießen die Aussicht. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Entschuldigung, ja, denn ihr müsst nicht auf der Treppe stehen, ihr Pfeifen, sondern... Ah, hier ist anscheinend einer gestorben. Da muss ich aber wahrscheinlich die ganzen Sachen hier eins höher machen. Sonst kommen wir da nämlich mit Treppe nicht durch. Also das können wir gleich mal machen hier. Ah, Mist. So, das war sehr geschickt wieder mal. Das alte Knochen. Ja, mal sehen, was man aus den alten Knochen so machen kann. Huch. Huch. Kommt da noch mehr oder was? Nee. So, alles mal schön eine Höhe machen, damit wir dann auf dem Rückweg ja die Stufen ohne Probleme setzen können. Ja, und hier können wir jetzt einfach gerade weiter durchbauen. Das heißt, wir setzen jetzt erstmal die Stufen dahin. Und zack. Ja. Dachte ich mir schon, dass das irgendwann mal passieren wird. Aber das geht ja relativ flott. Da ist es schon wieder passiert. Ja, also der Punkt ist also, wie gesagt, Obsidian. Bücher brauchen wir noch. Oder ein Buch oder was. So, machen wir das mal so. Da war zu dunkel, aber auf den Treppenstufen kann ja auch nichts mehr spawnen jetzt. Das ist ja das Schöne. Weil das für die Monster hier nichts ist, so eine Treppenstufe. So, gleich haben wir es geschafft. Ratzfatz, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Und können uns dann mal auf den Weg machen, eine Lavagrube zu finden.
Und dann sollten wir natürlich auch noch Wasser mitnehmen. Ja, was man nicht im Kopf hat. Leute, Leute, was nützt mir der Eimer ohne Wasser? Ich glaube, ich kann das ja hier auch abnehmen, oder? Genau. So, mal schauen, wie lange diese Spitzhacke noch hält. Ich meine, beim normalen Minecraft kommt man ja, wenn man gerade durchbaut, irgendwann auf Lava, auf jeden Fall. Auf der Höhe 10. Die ganzen Lavaseen sind ja auf der Höhe 10. Und ich denke mal, dass das dann hier auch so sein sollte, oder? Täusche ich mich da? Auf jeden Fall haben wir wieder Diamanten. Diamanten gibt es ja also öfter. Das ist schon mal sehr schön. Richtig viele Diamanten. Ja, jetzt machen wir nur mal buddeln hier. Vielleicht stelle ich das mal auf Zeitraffer. So lange, bis wir Lava gefunden haben. Auf jeden Fall höre ich schon Lava irgendwo. Gar nicht so weit weg. Gehen wir mal hier nach rechts. Ich glaube, das kommt aus der Ecke. Ja, was ist jetzt die Lava? So mal so ein Meteor. Ich weiß zwar jetzt nicht, wofür man das braucht, aber wir nehmen das mal alles mit. Ja, ich lausche immer noch nach der Lava. Aber hier ist immer verkehrt. Und ich sehe es, wir finden die Lava dann, wenn unsere Spitzhacke im Eimer ist. Passt auf. So, was haben wir hier? Ah, hier haben wir den Gang wieder. Ja, das habe ich mir fast gedacht, dass wir irgendwann hier rauskommen. Jetzt die Lava. Vielleicht hier. Gehen wir mal in die andere. Was ist das? Das ist wieder dieser Quantum. Das hier. Ja, Freunde, es kann doch nicht sein, dass wir überhaupt keine Lava finden. Haben wir denn nicht irgendwie Lava oberhalb auf der Oberfläche? Schon wieder Quantum. Das leuchtet sogar, wenn man es anschlägt. So, dann wollen wir mal hier ausleuchten. Und uns
mal wieder auf den Rückweg machen. Hier ist noch. Das war unsere letzte Fackel. So, hier ist, glaube ich, richtig, genau. Hier können wir noch mal das Eisen mitnehmen. So, es sollte wieder dunkel sein inzwischen. Und so ist es. Dachte, ich hatte da Monster gesehen. Aber das war wohl nichts. So, schlafen wir mal. Gute Nacht, mein Junge. Diese Kinder sehen so aus, als hätten sie Drogerie. Wirklich wahr. So. Also, dann tun wir mal alles da rein. In unsere. Den Quantum haben wir noch gar nicht gehabt. Meteor haben wir auch noch nicht gehabt. Knochen, Diamanten, ja. Da können wir uns ja mal eine neue Diamant-Spitzhacke bauen. Ja, das mit dem Ding, wie heißt es? Das ist natürlich dann eine Pleite. Wenn wir da nichts finden an 10 Uhr. Ah. Zinneisen, Zinnerz wollte ich sagen. Also wenn wir nichts finden, da ist noch ein bisschen was drin, da auch. Ach, dann können wir da ja was durchbraten mal schnell. Kohle, Gold und all diesen ganzen Kram. Huch, da fallen einem die Kinder vor die Füße. So. Hier machen wir mal den Zweier rein. Wo ist er? Das Zinn? Da. Ne, Zinn habe ich gedacht. So. Und da tun wir erstmal das Zeugs rein. Und wenn das Zinn fertig ist, tun wir das Gold hinterher. Soweit, wie es dann noch brennen möchte. Zack. Genau. Aber wir können ja mal so einen Bogen bauen schon mal. Also, wie ging der? Wir brauchen einen Bogen. Der Bogen ist natürlich, der Bogen ist reinforced. Geht es eigentlich auch mit dem reinforced Bogen? Weiß ich jetzt nicht. Wir machen mal einen ganz neuen. Das ist dann vielleicht am besten. Also, da brauchten wir dann einen Bogen. Und zwar hat er gesagt, einen Blazing Bow, Crystal Glow, was brauchen wir denn dafür alles? Diamantbogen, Wahnsinn. Aber der Legia Boba, der ist etwas ordentlicher. Legia Bow. Also, wir brauchen da Papierbogen. Ich denke mal, Papierbogen ist was anderes. Also Iron Bow, na, das ist der Iron Bow. Iron Bow funktioniert mit 3x Iron, da brauchen wir 2 Stück davon und normale Bögen. Haben wir überhaupt so viel Spinnenkram? Das ist ja auch noch die Frage. Haben wir, glaube ich, gar nicht. Ha, mit denen kamst du nicht weit hier. Mit den 7. Also da müssen wir mal in die Höhle runter, die wir da gerade gesehen haben. Da waren ja noch so ein bisschen. Aber das reicht natürlich auch alles nicht.
Oder wir müssen auf Spinnenjagd gehen. Wir gehen erstmal auf Essenjagd. Was haben wir denn noch so für Essen da? Wir haben noch Pork Chop. Das könnten wir alles auch mal durchbraten. Kartoffeln können wir auch durchbraten. So, einmal so. Dann tun wir da noch ein bisschen Kohle rein, mein Lieber. So, zack. So, die können wir, glaube ich, zusammenpacken, ne? Die beiden, ist das richtig? Jawohl. Steinaxt. So, noch einmal Gold, dann gibt es mal ein bisschen was zu essen. Und einmal Eisen. Dann mal hier ein rohes Steak. Gut, das sieht schon mal soweit gut aus. Das kommt hier unten rein, alles. Wo ist das hingeblieben? Hatte ich das schon weggepackt? Glaube schon. Das ist unser Futter. Kann ich euch eigentlich was zu essen anbieten hier, oder? Nee. Ach man, 16 Emeralds und eine Kapsulstation. Was auch immer das ist, habe ich noch so viel Emeralds? Ich habe so viel Emeralds. Ja, was machen wir denn mit so einer Kapsulstation? Gucken wir mal. Kapsul. Kapsul E-Storage, Kapsul Medium, Big Kapsulstation. Was macht die denn zum Beispiel?